Geslappt haben wir. Mal raus hier. Keine Sonderaufträge? Oder doch. Nein, müssen wir nicht. Let's talk. It's about my mother. Rather, about what she found. I didn't tell you this before, because I didn't know if I could trust you. I think I know why they took my mom. She was dangerous to NAR. It wasn't a coincidence. She saw something. Even took a photo. You see, when NAR first came here, they pretended to be friendly. They offered free examinations to several Samuel Shells, and even promised my mother medical assistance. It was all a ruse, of course. My mother was invited to their lab, and she ended up seeing something she wasn't supposed to. Du meinst wohl eher nicht, dass du hier noch Zuschauer bekommst, einsame Hausfrauen mittleren Alters. Ja, Zuschauer sind Zuschauer, ganz ehrlich, ne? Also, gibt hier anderen Content auf Twitch, sagen wir mal so. Hätte jetzt nicht das Problem damit. Aber dafür müssten sie mich ja auch erstmal finden. Haha. Frag nach dem Labor. Sie war in ihrem Lab. Du solltest mir über das sooner. Do you know what she saw? They were running experiments with Chernobyl light on human subjects. All volunteers, of course. Soon after that, people started vanishing, my mom included. Do you still have the photo? No. My mom always kept it on her. Is there any other proof to back up your mother's account? No, but I can't see my mother lying about something like that. She only ever had the Samuel Shell's best interest at heart. My mother was the least selfish person I've ever known. She wanted to help everyone who suffered from the Chernobyl disaster in any way she could. She paid the ultimate price for her kind heart. Now, I have to find out why and make this right. I get it. Really. She sounds like an amazing lady. How can I help? I know it's a lot to ask, but I need to know what my mother saw in that lab. I need you to go to Lenin Square and get inside. There must be something there incriminating NAR. This will help your search for Tatiana as well. If she's in the zone, she must somehow be part of all of this. It won't be easy, but I'll definitely try. Es ist halt schade in dem Spiel, dass man nicht mehrere Missionen kombinieren kann, weil wir waren gerade am Leninplatz. Igor, a moment, please. I heard you talking to our she-wolf here. You don't want to go to Lenin Square. I don't think you're ready. Who knows what you'll be up against? I think I've proved myself quite capable, no? You can harness the power of Chernobylite, an impressive feat. But what if they find a way to disable it? You're probably right. What do you propose? I'll do it. With a broken arm? Besides, we have no idea what we'll find. It's very likely we'll need my scientific expertise to assess the situation. I'm not a complete imbecile, you know. I can tell the difference between a centrifuge and a, I don't know, kitchen robot? Of course you can, Olivier. Don't take this the wrong way. But I still think I should be the one to go. Ja, wir müssen lassen das nicht auf jeden Fall ihn machen. Jetzt mal ohne Mist. Ich gucke jetzt mal da rein. Was hat es denn mit den verfluchten Überfällen auf sich? Ich mache jetzt einfach mal Enter. Können es machen. Everyone? Ernsthaft? It's time to hit the power plant. We all know it's not going to be easy. We tried before and not everyone made it. But this time we're smarter and better prepared. I know we can do this. We have to do this. It's the only way we can find T'Challa and end NAR. Mercy. You're talking about striking at the heart of the Rat King. But have you learned everything possible about his plans? I have evidence that NAR was conducting Chernobylite experiments back in the 90s. T'Challa and her baby were two of their subjects. With the rate at which their technology is progressing, soon, nothing will be able to stop them. We must act now. What about that black mask-wearing motherfucker? Have you identified him? His name is Boris Glukov. He, T'Challa and I were close friends until he betrayed us. He helped the KGB gather evidence against T'Challa, then continued to work for NAR after my accident. He experimented on himself with Chernobylite and ended up with great power. He's strong, one of the strongest. Ich besiege ihn auch alleine. We can beat him. Together. Do you know what NAR is actually doing at the power plant? Why is it so important?
And what does it have to do with Tatiana? Unfortunately, I couldn't uncover all the details. But we know enough. We stick together, follow the plan, and everything will sort itself out in the end. I'm sure of it. I like the pep talk, Professor. I think you even gave me a bit of a job. But do we have the right tools for the job? Yes, we do. We've got everything we need to infiltrate the power plant. This is much bigger than anything any of us has done before. If you want to back out, this is your chance. You know how I feel. The Rat King must be stopped at all costs, Mercy. I'm in. I started out doing this for a paycheck. But I'm going to end it for my brother in arms. Das wollte ich übrigens nicht, ne? Ich dachte, das ist... Let's do this. This is bullshit. You're asking us to walk blindly into something that could very well be a trap. Oh, why didn't you prepare better? You think I'm gonna back out now and miss the best part? Fuck no! I'm with you, Igor. It's your choice if you don't want to help. I can't force you. I appreciate your trust. We can't count on the element of surprise, but we know enough about NAR's vulnerabilities to make this work. Time and again, NAR has shown they would rather capture than kill me. We can use this to our advantage. We'll dress somebody up as an NAR officer, escorting a prisoner. Me. Warte mal. Machen wir natürlich nicht. Erst alle Nebenquests, dann die Hauptmission. Ich dachte nur, wir greifen jetzt auf der Hauptmap an. Das machen wir natürlich so nicht, ne? Also, wir wollen ja jetzt hier den ganzen Content ausschöpfen und nicht die Hälfte machen. We need to talk. So. Das kennen wir ja schon. She was in the soup. Do you still? No. Is there any? No. My mom, she paid. I know there if you. So. Igor. Mach's genauso wie vorher. Moment, I heard you talk. I think I've proved you can harn. Your pal with a broken arm. I'm not. So. Wir machen das natürlich. Es ist nichts passiert, Leute. Wir müssen es mal. Mein Gott, Tatjana, Olga, du bist da wirklich zu nix zu gebrauchen, ne? Ach Gott, das. Wir sind kurz davor. Wir brauchen noch ein Werkzeug, also wir brauchen jeweils eine Sache. It seems that Olga's mother was onto something. Something that got her killed. Could it be the key to finding out about the NAR's plans? Just be very careful, my love. I feel you getting closer to the heart of evil. Soon you may reach a point of no return. Es ist halt auch die Sache, ne? Also Olga hat mir zum Beispiel jetzt nicht dabei gehabt. Ich würde das Ding auch am Alleingang machen, ganz ehrlich. Ich muss mich ja um meine Teammates kümmern, ne? Wenn die draufgehen, würde ich mir das nie verzeihen. Aber alleine bin ich für mein eigenes Handeln verantwortlich. Das wäre alles kein Problem so, ne? Das Lustige ist, dass wir genau jetzt hier nochmal gelandet sind. Da können wir direkt nochmal mit dem Channel Bleed Brenner durchgehen. Sure thing, ja, ja. Mom. And don't worry, I've got my sweater. You've got some issues, don't you? Okay. Now's not the time to get distracted. Locate the lab and try to reach it without drawing attention. You don't want to fight all these guys at once. Easy, Olivier. Ich bin ein bis an die Zähne bewaffnete Ein-Mann-Armee. Die haben eigentlich einfach keine Chance. Von daher mache ich mir jetzt überhaupt keine Platte. Ich knall sie einfach alle über den Haufen. Ganz easy. Jetzt schon dunkel hier drin, ne? Höhlen wieder zumüllen, ne? Gibt's doch irgendwo noch einen Weg nach oben, oder? Muss ja.
finde es ja gut, dass da Schritte waren und Türgeknarre, aber das schockt mich jetzt nicht so. Weil ich weiß, dass es fake ist. So. Nur einer? Das glaube ich aber nicht. Zwei. Hä? Direkt umgefallen? Lol. Einfach umgefallen wie Nasser sagt. Durch den Baum geheadshottet. War nur ein normaler Soldat wahrscheinlich. Wo ist denn der andere? Hier. Wir machen das übrigens ganz einfach. Wir gehen hier einfach rein. Und knallen die Leute über den Haufen. Lohnt noch nicht. War es nur einer? Scheint so. Ich kann halt ins Gebäude gehen und uns die Übersicht verschaffen und alle wegpflastern, die da oben und da draußen noch rum oxidieren. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Ist zwar nicht sonderlich smart und ich bin nicht wirklich leise, aber das ist ja scheißegal. Das zählt ist das Ergebnis. Kann ja irgendwie noch Wachen zu haben. Ist das dunkel hier? Ja, mal einen auf unauffällig machen, wenn das überhaupt geht. Ich glaube, das ist ein schwer gepanzerter Soldat, den kann man nicht von hinten abmurksen. Doch. Das ist also kein schwer gepanzerter oder Elite-Soldat, sondern noch ein normaler. Wir könnten jetzt einfach durch die Wand abknallen, ne? Ganz easy. Müsste ich auch denken, hä, der war doch schon 20.000 Mal hier. Wie oft will denn der noch kommen? Thank you.
Kann sein, dass wir den nicht umlümmeln können, den Freund hier. Hallo. Ich würde sagen, wir waren immer noch leise. Doch nicht so mit Wänden, ne? Ich hab das Gefühl. Steht jetzt aber auch wirklich ungünstig. Na Mensch. Who are you? What are you doing in here? That man on the phone. Who was it? You're Kim In-yuk. Dear God, please don't hurt me. I asked you a goddamn question. My boss, you mean? I don't know his real identity. Almost nobody does, I swear. Do you really want to play it this way? I can see you're scared, and rightfully so. But it seems you're deliberately trying my patience. No, not at all, sir. Please, I can't tell you what I don't know. But I can tell you other things. Just ask. Just don't kill me. I can be useful. You'll see. My patience is wearing thin. Where are those damned chemicals? Answer him. But casually. Relax. Yes, yes, I'm sorry. I'll send them right away. Apologies for the delay. Spare me the excuses and move! I need that chlordiazepoxide and I need it now! You two, continue without me. I hope for your sakes you don't screw this up. It would be best if you forgot I was ever here. Of course, of course. I won't tell a soul. Pew pew! Nein, sowas machen wir natürlich nicht, ne? Wir töten nur die Bösen. Die, die es verdient haben. Schon ein bisschen mehr Präsenz hier an Gegnern, muss man sagen, ne? Ja, es geht schon wieder los, Leute. Shit! Wieso? Vielleicht ist er schon wieder aufgehoben. Mensch, da freue ich mich ja, dass der Stalker mich gleich wieder besucht. Was haben wir denn hier alles? Ein. Ernsthaft? Ich dachte, ich habe hier die übelst geile Sniper-Position und kann das gesamte Lager hier ausmerzen und da läuft einer rum. Na gut, zwei. Aber es sind trotzdem nicht die Wucht in Tüten. Headshots machen ist ganz schön schwer. Wenn nicht sogar unmöglich. Fadenkreuz tanzt schon ganz schön, das muss man schon sagen, ne? Also.
Dahinter lief, glaube ich, noch einer rum. Da will ich mir gar nicht ausmalen, ob ich den überhaupt treffe. Ich glaube, ich habe da irgendwas leuchten sehen.